Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Wir stehen hier am Aufstieg und wir wollen zurück. Na, müde vom Aufstieg, Witze per Teleport zurück zum Foyer? Ja, bitte. Also gut, Abra, Teleport bitte. Und damit einmal Augen zu zum Teleport. Danke, dass du hier trainiert hast. Komm gerne wieder, so oft du willst. Ich habe zwischen den Parts trainiert. Und das bedeutet, meine Pokémon sind auf Level 40 bis 45. Quasi Areal 5-like. Areal 6-like. Also von 40 bis 45. Und wir begeben uns aber jetzt zum Stadion von Phenak. Oase der wasserblauen Quellen inmitten einer Wüste. Und von hier aus gehen wir direkt zum Stadion. Ohne Umwege. Weil ich habe schon ein Part aufgenommen. Muss ich aber kurz abbrechen. Da mir was aufgefallen ist. Und ja, starten wir direkt mit der Anmeldung. Herzlich willkommen im Stadion von Phenak. Willst du am Turnier teilnehmen? Info. Im Stadion findet ein sogenannter Doppelkampf statt. Jeder Trainer tritt mit je zwei Pokémon an. Du gewinnst das Turnier, wenn du vier Gegner hintereinander besiegst. Der Sieger erhält ein Preisgeld sowie eine technische Maschine. Du nimmst also teil. Du willst mit dem Pokémon-Team antreten, das du mit bei dir hast? Zur Arena des Stadions kommst du durch die Türen auf der rechten oder linken Seite. Viel Erfolg beim Kampf um den ersten Platz. Endlich, die Anmeldung für das nächste Turnier läuft. Wenn du teilnehmen willst, solltest du dich beeilen. Ich bin schon angemeldet. Hallo, du willst wohl auch am Turnier teilnehmen? Nö. Was, habt ihr denn gar keinen Ehrgeiz? Willst du auch am Turnier teilnehmen? Aha, ihr müsst wissen, ich will auch am Turnier teilnehmen. Ich werde alle Kämpfe gewinnen und das dicke Preisgeld abräumen. Wartet es nur ab. Warte du es nur ab. Denn nun geht es los mit Stadion Phenak Duell 1. Colosseum Kampf beginnt jetzt. Ein Schnösel. Ich liebe K.O.-Turniere. K.O.-Turniere sind ganz einfach spannend. Schnösel Arzul gegen Trainer Wolf. Azurill und Visor werden von Arzul in den Kampf geschickt. Ampharos und Altaria werden von Wolf in den Kampf geschickt. Das Duell beginnt. So, was setzen wir ein? Ich würde sagen, erstmal einen schönen Drachentanz. Damit sich mein Angriff erstmal steigert. Also, die Pokémon in diesem Kolosseum werden zwischen 40 und 45 sein. Ein Kratzer. Ist das dein Ernst? Donnerblitz und... Ah, fuck. Egal, Visor ist eh down. Und damit haben wir den ersten Kampf gewonnen. Der Sieger ist... Wolf. Jetzt bin ich wirklich K.O. Das bist du wohl, junger Freund. Stadion Phenak 2. Stadion Phenak Duell Nummer 2. Ein Skater gegen einen Trainer. Ein Skater. Nanu, dich habe ich hier noch nie gesehen, aber egal, lass uns erstmal kämpfen, Grin. Es treten an, Skater Grin gegen Pokémon-Trainer Wolf. Tentacher und Dudu werden von Skater Grin in den Kampf geschickt. Ampharos und Altaria werden von Trainer Wolf in den Kampf geschickt. Ich mache das jetzt wie der Kommentator aus Pokémon Stadium. Ja, was mache ich? Ich hab's. Altaria setzt Stahlflügel auf Tentacher ein. Das ist nicht sehr effektiv. Ach ja, ist ja Wasserflügel. Oh. Ein Furienschlag. Dreimal getroffen.
Säure. Das war ein kleiner Treffer. Die Verteidigung von Ampharos sinkt. Das ist sehr effektiv. Der Donnerblitz. Dudo ist kampfunfähig. Damit ist das erste Pokémon kampfunfähig. Ampharos setzt Donnerschock ein. Das ist sehr effektiv. Es steht noch. Feuer-Odem. Damit ist das Pokémon kampfunfähig. Tentacha wurde besiegt. Der Sieger heißt Wolf. Ich habe verloren. Colosseum Phinak, Halbfinale. Mein Auftritt. Ich werde alles geben. Ausdauer heißt die. Athlet Ausdauer. Weil Stamina ist Ausdauer, ne? Englisch und so. Anton und Tansa werden von Athlet Stamina in den Kampf geschickt. Ampharos und Altaria werden von Pokémon-Trainer Wolf in den Kampf geschickt. Der Kampf beginnt. Was werden die Trainer wohl tun? Ein Feuer-Odem. Das war ein harter Treffer. Der Donnerblitz. Das ist sehr effektiv. Anton ist kampfunfähig. Die geheime Power. Geheimpower. Das war ein schwacher Treffer. Die Verteidigung von Ampharos sinkt. Der Feuer-Odem. Das war ein harter Treffer. Und es ist besiegt. Tansa ist kampfunfähig. Der Sieger des Halbfinales ist Pokémon-Trainer Wolf. Aber beim nächsten Auftritt werde ich wirklich alles geben. Du bist raus, Stamina. Du bist einfach nur raus. Colosseum Phinak. Das Finale. Ach, ist das nicht dieser Ass-Trainer, der vor dem Stadion steht? Ja, ne? Nanu, du bist nervös? Leak. Es treten an Ass-Trainer Leak gegen Pokémon-Trainer Wolf. Die Dropi und Zubat werden von Ass-Trainer Leak in den Kampf geschickt. Ampharos und Altaria werden von Pokémon-Trainer Wolf in den Kampf geschickt. Altaria setzt den Feuer-Odem ein. Das war ein schwacher Treffer. Donnerblitz. Das ist sehr effektiv. Und Zubat wurde besiegt. Zubat ist damit kampfunfähig. Welches Pokémon kommt jetzt? Tuska wird von Ass-Trainer Leak in den Kampf geschickt. Das heißt, mein Ampharos kann in der nächsten Runde nicht angreifen. Der Tackle. Und ein Feuer-Odem. Das Pokémon kann sich gerade noch so auf den Beinen halten. Die Donnerwelle. Tuska ist paralysiert. Und hier kommt der Surfer. Ein schwacher Treffer. Ein Volltreffer. Der Absorber. Ampharos wird Energie abgezogen.
Und ein Feuer-Odem. Ein Volltreffer. Tuska wurde besiegt. Tuska ist damit kampfunfähig. Die Baumwollsaat. Die Initiative von Hytropie sinkt stark. Und der Surfer. Ein schwacher Treffer. Das ist nicht sehr effektiv. Die Baumwollsaat. Hytropies Initiative sinkt stark. Was ist das? Der Stahlflügel. Das ist nicht sehr effektiv. Verteidigung von Altaria steigt. Und der Surfer. Ein Volltreffer. Das ist nicht sehr effektiv. Und der Feuer-Odem. Es kann sich gerade noch so auf den Beinen halten. Der Donnerschock. Ach, das ist nur ein Wasser-Pokémon. Ach so. Scheiße. Ich dachte, das wäre schon Sumpfboden. Wasserboden. Sumpfboden. Der Kampf ist vorbei. Astrenalik hat verloren. Unser Gewinner ist Wolf. Du hast wohl nur so getan, als ob du nervös wärst. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein fantastischer Kampf. Und das Preisgeld beträgt 5912 Poké-Dollar. Poké-Pfund. Hier, bitteschön. Und TM18 ist der Preis für den Champion. TM18, dann gucken wir doch mal. Regentanz, sehr schön. Eine Attacke, die ich sehr mag, die ich begrüßen werde. Da... werde ich das beibringen? Ja. Regentanz. Er lernt Regentanz. Sehr schön. Das Tor kann anscheinend noch nicht geöffnet werden. Achso, ja. Herzlich willkommen im Stadion von Nerk. Ja, ja, ich will teilnehmen. Tue ich gerne. Bitte beachte, dass du disqualifiziert bist, sobald du diesen Raum verlässt. Okay. Ich würde sagen, diesmal kämpfen wir mit dem Team. Und gehen in die linke Tür. Kolosseum für Nack. Duell 1. Ich werde dich besiegen und dann bin ich der Star. Es treten an in der Runde 1. Normalo Dumper gegen Trainer Wolf. Wingull und Fluffiluff werden von Normalo Dumper in den Kampf geschickt. Tornipto und Papunga werden vom Trainer Wolf in den Kampf geschickt. Gut, ich würde sagen, als erstes hauen wir den Megasauger rein. Ein Megasauger! Wingull wurde Energie abgesaugt. Und Flammenrad. Ein kritischer Treffer. Fluffiluff ist kampfunfähig. Wingull setzt die Aquaknarre ein. Das ist sehr effektiv. Und der Megasauger. Wingull wurde Energie abgesaugt.
Wingull ist kampfunfähig. Damit ist der Sieger Trainer Wolf. Der Weg zum Starruhm ist wohl noch lang. Der Star oder Star. Ich bin ein Star. Holt mich heraus. Ich bin dein Gegner. Los, fangen wir an. Athlet Poa gegen Trainer Wolf. Schnäppke und Schwalbini werden von Athlet Poa in den Kampf geschickt. Tornipto und Papunga werden von Trainer Wolf in den Kampf geschickt. Ich lasse die Trainer weg. Athlet und so. So, einmal das Flammenrad und ein schöner Megasauger. Der Megasauger. Das ist nicht effektiv. Und das Flammenrad. Das ist sehr effektiv. Schnäppke ist kampfunfähig. Und der Schnabel. Ein schwacher Treffer. Und Ruckzuckieb. War das überhaupt ein Kratzer? Mega Sauger. Schwalbini wurde Energie abgesaugt. Und das Flammenrad. Schwalbini ist kampfunfähig. Und damit ist der Sieger Trainer Wolf. Gewinne deine nächsten Kämpfe auch für mich. Das Halbfinale. Wollen wir langsam anfangen? Es treten an Pokeseniorin Henria und Pokémon-Trainer Wolf. Seeper und Snubbel werden von Henria in den Kampf geschickt. Tornipto und Papunga werden von Wolf in den Kampf geschickt. Der Bedroher von Snubbel vermindert den Angriff von Papunga und Tornipto. Der Megasauger. Das ist sehr effektiv. Seeper wurde Energie abgezogen. Seeper ist kampfunfähig. Und das Flammenrad. Ein Volltreffer. Snubbull ist kampfunfähig. Der Kampf ist entschieden. Der Sieger ist Trainer Wolf. Die Jugend von heute hat einfach keinen Respekt mehr vor dem Alter. Ein halbseidenen Trainer wie dir werde ich auf keinen Fall. Was stand da? Ass-Trainer Missy gegen Trainer Wolf. Liebeskuss und Hutthut werden von Missy in den Kampf geschickt. Tornipto und Papunga werden von Wolf in den Kampf geschickt. Das Finale vom Pokémon Colosseum Phenak. Wir sehen die zwei Herausforderer. Wer wird dieses Duell für sich entscheiden und damit als der Champion von Phenak das Stadion verlassen? Wird es Trainer Wolf sein oder Trainerin Missy? Die Pokémon geben sich nicht geschlagen. Sie kämpfen Kopf an Kopf weiter. Ihre Level sind ausgeglichen. Ein klarer Typenvorteil zwischen Papunga und Liebeskuss herrscht. Damit ist Liebeskuss auch kampfunfähig. Der Typenvorteil hat gesiegt. Los, Gekabor! Gekabor wird von Missy in den Kampf geschickt. Wer wird gewinnen?
Das Flammenrad verbrennt Hutthut. Damit ist Hutthut kampfunfähig. Wird Missy noch gewinnen? Oder wird sie scheitern mit ihrem Gag-Arbor? Der Ruckzuck-Hieb. Missy scheint nicht aufzugeben. Doch wir sind gespannt. Ein Megasauger? Das ist nicht effektiv. Dennoch hat's Schaden zubereitet. Ein Flammenrad, eine sehr effektive Attacke. Und damit hängt Gag-Arbor in den Seilen und ist kampfunfähig. Das Finale ist entschieden. Unser Sieger ist Trainer Wolf. Unglaublich, dass ich gegen so einen halbseidenen Trainer verlieren muss. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein fantastischer Kampf. Dein Preisgeld beträgt 8.024 Pokepfund. Hier, bitteschön. Die TM11 für den, der Preis für den Champion. Sonntag. Sonnentag. Ja, doch, Sonnentag. So, das lernst du bitte, Papunga. Anstatt, was nehmen wir denn? Baumwollsaat weg. Du bist schnell genug. Sehr schön. Ich sollte vielleicht nicht gehen. Letztes Duell heute. So. Also es gibt immer 4 Runden. Von... Dann wiederholt sich das. Hm, du siehst ein wenig schwächlich aus. Es gibt also immer 4 Kolosseumkämpfe, bevor die sich wiederholen, die Kämpfe. Remoraid und Inico werden von Sunny in den Kampf geschickt. Tornipto und Papunga werden in den Kampf geschickt. Lassen Sie mich ein paar Details zu den Trainern sagen. Missy, eine wahrlich, ja, kleine Rotznase, kann man sagen, mit edler Abstammung. Sie tritt das erste Mal in diesem Kolosseum an. Sie wird durch das viele Geld von ihren Eltern wahrscheinlich hier hineingebracht worden sein. Und ja, wir sehen, ihre Pokémon sind nicht ziemlich stark trainiert, da diese Pokémon wahrscheinlich von ihren Eltern sind. Lassen Sie mich jetzt etwas über ihre Stärken und Schwächen reden. Sie ist schnell eingeschnappt und das war's eigentlich auch. Stärken hat sie keine, denn Sie sehen, die Pokémon sind beide schon kampfunfähig. Und damit hat Missy leider verloren. Heißt sie überhaupt Missy? Nee, Sadie heißt sie, ne? Ich habe den Namen falsch ausgesprochen, egal. Sunny, Entschuldigung. Ich habe verloren. Und dann heult sie auch schon rum und geht weinend zu Mami und Papi. Wir kommen zum zweiten Duell. Wollen mal sehen, ob du mich auch besiegen kannst. Grumpos, ein etwas älterer Herr, der schon viel Erfahrung im Kampf mit Pokémon erwiesen hat. Er tritt nicht das erste Mal in diesem Kolosseum an. Doch diesmal hat er die erste Runde überstanden und tritt nun in der zweiten Runde gegen unseren anderen Herausforderer an. Mal gucken, wie sich dieser Kampf in diesem Duell Nummer 2 ausgehen wird. Unser Poki-Senior, wie wir ihn nur nennen, in Finnak, hat nicht nur ausgezeichnet trainierte Pokémon, nein, er weiß auch ganz genau, mit welchen Attacken er seinen Gegner schaden muss. Die Aquaknarre zum Beispiel. Und ein Sonnentag. Dadurch wird das Sonnenlicht stärker und die Aqua-Attacken oder auch Wasserattacken genannt
werden dadurch schwächer und Feuerattacken dadurch stärker. Ein Geowurf. Eine ziemlich starke Attacke. Und der Heuler. Doch wird diese Attacke zum Sieg führen? Ich bezweifle es. Das gleißende Sonnenlicht erhellt das Stadion. Und ein Megasauger. Auch Papunga wird von dieser Sonne angespornt, denn es wird dadurch zu einem schnelleren Pokémon als zuvor. Sein Initiativwert steigt dadurch an. Und nicht nur das. Attacken, die von Typ Pflanze sind, werden auch leicht verstärkt. Es gibt eine ganz besondere Attacke, die normalerweise ohne Sonnentag 2 Runden benötigt, bis sie ausgeführt werden kann. Durch Sonnentag allerdings kann diese Attacke sofort ihre volle Kraft entfalten. Und damit ist der Kampf auch schon vorbei. Wir sehen, dass der Herausforderer unseren alten Poké-Senior besiegt hat. Erfahrung ist eben nicht alles. Unglaublich, das war ein prächtiger Sieg. Und schon sind wir im Halbfinale. Heute bin ich in Topform. Anka, eine Athletin, wie sie keiner kennt. Im letzten Marathonlauf von Finnack hat sie es auf den ersten Platz geschafft. Und nun steht sie hier im Halbfinale, um sich wieder einen Platz im Finale zu ergattern. Wird sie es auch dieses Mal schaffen oder wird sie scheitern? Wir werden es sehen. Sind ihre Pokémon auch so athletisch wie sie selbst oder gehen sie zugrunde wie das Filino? Ein Sonnentag. Und der Schaufler. Da habe ich eine Idee. Turnipto gräbt sich nämlich auch ein. Dann setzt er dann Schaufler ein, es trifft Turnipto nicht. Und damit ist diese Runde auch vorbei. Dann kommt der Megasauger von Papunga und Sandan steht in den Seilen und kann sich gerade so noch auf den Beinen halten. Jetzt der Schaufler von Turnipto und Sandan ist kampfunfähig. Scheint so, als ob die Pokémon nicht so athletisch wären wie ihre Trainerin. Oh nein, was für ein Schock. Kommen wir zum Finale von dem Kolosseum Finnack. In diesem Kampf spiele ich die Hauptrolle, die Lehrerin Maya. Wir Japaner haben einen Tick für Lehrkräfte, denn wir stehen unheimlich auf Lehrkräfte. Wir kriegen so einen kommen wir zurück zum Kampf. Unsere Lehrkraft. Maya hat viele Erfahrungen mit Pokémon. Ob sie diese im Kampf hat, wird sich zeigen. Kommen wir nun zum Herausforderer, der dieses Kolosseum schon zum dritten Mal besucht und zum dritten Mal hier im Finale steht. Zweimal hat er dieses Turnier gewonnen. Wird er es diesmal wieder gewinnen und sich den dritten Sieg holen? Oder scheitert es an dem Triple? Im Moment sieht es ziemlich gut aus für unseren Herausforderer Wolf. Doch noch hat unsere Lehrkraft Maya nicht aufgegeben und entsendet ihr Voitilam.
Und da kommt der Schaufler, um Flamly den Rest zu geben. Jetzt steht es 2 Pokémon gegen 1. Wird sie noch gewinnen? Oder hat unsere Lehrkraft den Kampf gegen den Trainer Wolf schon verloren? Ein schwacher Angriff von Megasauger. Doch nun das allgefürchtete Flammenrad. Und damit hängt auch Voitilam in den Seilen und hat diesen Kampf verloren. Damit ist dieser Kampf entschieden. Unser zum dritten Mal Champion des Kolosseums Phinak ist Wolf. Oh nein, jetzt habe ich nur noch eine kleine Nebenrolle. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein fantastischer Kampf. Und das Preisgeld beträgt 8832. Hier, bitteschön. Und TM19 ist der Preis für den Champion. Und damit, Leute, haben wir den Gigasauger, der einfach mal 1000-mal besser ist als ein fucking Megasauger. Macht allerdings nur 5. Die Hälfte des Angriffs. Ach komm, weg damit. Machen wir den Gigasauger rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Rückkehr, Folterknecht, Raub, Übernahme. Okay. Okay, meine lieben Freunde. Das letzte Turnier werden wir dann im nächsten Part sehen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part.